Rheumatosen und ein fröhliches Halloween. Ja, wir sind wieder, oder ich bin wieder zurück mit einem Let's Play World of Warships. Nvidia GeForce Experience und somit auch Shadowplay funktioniert endlich wieder. Das Problem wurde erfolgreich behoben und ich kann euch jetzt endlich wieder meine Schiffe zeigen. Ja, wie ihr seht, habe ich bei den Deutschen mittlerweile die Königsberg, den Stufe 5 Kreuzer, der extrem viel Spaß macht und den ich auch immer behalten werde. Wie ihr seht, habe ich mich hier schon etwas vorgearbeitet in der Zeit, in der ich nicht euch zeigen konnte, was ich so hier in diesem Spiel getrieben habe. Die Tsuyo ist neu und die Kongo habe ich auch wieder. Aber heute geht's um die Königsberg und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Gefecht wieder. Bis gleich. Gefunden. Und ja, wie wir sehen, sind wir... Naja, was heißt... Jetzt sehen wir es. Wir sind nicht Top-Tier. Sieht zwar auf den ersten Blick so aus, ist aber leider nicht so schön. Die Nürnberg, also der Stufe 6 Kreuzer der Deutschen, ist halt eine Stufe höher als wir es sind. Aber das sollte uns nicht großartig stören. Habe ich auch schon versenkt mit der Königsberg. Also kein großartiges Problem, würde ich sagen. Ja. Ansonsten sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt in diesem Gefecht. Voll aufgerüstet sind wir. Und mal gucken, wie das Ganze so laufen wird. Und ich gehe mal ganz kurz auf die Geschichte bzw. auch auf technische Daten dieses wunderschönen deutschen Schiffes hier ein. Und zwar unterscheidet man erstmal zwischen drei Königsberg-Klassen. Es gab nämlich noch zwei weitere Königsberg-Klassen, die vor dieser Klasse hier gebaut wurden. Diese sind dann allerdings oder wurden kleine Kreuzer genannt und das hier ist quasi dann die erste Klasse, die man leichte Kreuzer nannte. Ja, es wurden drei Schiffe dieser Klasse gebaut. Von 1929 bis 45 war diese Klasse in Dienst und das ganze Schiff ist 175 Meter lang, 15,3 Meter breit und hat einen maximalen Tiefgang von 6,28 Meter. Ich glaube, Geschütze sind 150 oder 155 mm Geschütze hier drauf. Naja, jedenfalls war das Kaliber nicht groß, was hier drauf war. Die Reichweite dafür ist für die Stufe im Spiel auf jeden Fall echt geil. Und ja, was sehr markant für diese Klasse ist, sind natürlich die beiden versetzten Türme hinten. Also ich finde, es hat, ich weiß nicht, es kommt mir nur so vor, also es kann sein, dass es halt einen praktischen Grund hat. Und ich glaube, das hat halt damit zu tun, dass man die Türme, die hinteren, weiter so nach vorne mitdrehen kann. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es so funktioniert. Mal gucken. So, da hinten haben wir den ersten Feind. Und im Moment habe ich so ab und zu mal ein paar kleine Ruckler drin. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Eigentlich dürfte es nicht laggen. Aber das sollte uns eigentlich auch nicht stören. Ja, was ein bisschen kacke ist an dem Schiff, ist die Flugzeit der Granaten. Liegt aber auch daran, dass die so extrem hoch fliegen. Was wiederum geil ist, weil man dadurch schön über Inseln rüberschießen kann. Was an dem Schiff auch fehlt, ist ein Scout oder zumindest ein Jäger. Also ein Flugzeug fehlt hier so ein bisschen bei dem Schiff, ist aber nicht ganz so schlimm. Ja, Torpedos hat es auch, die sind ziemlich geil. Auf jeder Seite zwei Launcher, A6 Torpedos. Und ich glaube, mit einer Reichweite von 6 Kilometer. Und die ganze gegnerische Flotte scheint dort hinten lang zu fahren. Das heißt, wir versuchen dort, die mal von hinten aufzurollen. Ja, hier fährt echt nichts lang. Das ist komisch. Das ist komisch. So, was haben wir hier neben uns? Das ist eine
Königsberg. Oder? Ja, müsste Königsberg sein. Ja. Ist eine Königsberg. Achso, ich schieße mit der Königsberg eigentlich auch hauptsächlich HE. Also ich weiß ja nicht, wie ihr die Königsberg spielt, wenn ihr sie selber habt. Oh shit, ist hier doch was. Also auf Ziele wie jetzt diesen Zerstörer, der hier bestimmt irgendwo rumschwirrt. Ich werde mal das Sonar anschalten oder was das ist. Schieße ich natürlich HE, aber ansonsten schieße ich eigentlich AP. Also panzerbrechend. Weil ich das Gefühl habe, dass so gegen die meisten Schiffe eigentlich HE mit der Königsberg aufgrund des geringen Kalibers ja, macht die einfach kaum Schaden. Wenn du da mit einer Furutaka oder auf eine Furutaka schießt mit HE, da prallt einfach das ganze, die ganze HE-Munition ab, habe ich das Gefühl. Ich glaube, dass der Zerstörer hier steht. Ja, der ist 100 Pro hier. Die Frage ist nur, wo genau. Und die Frage ist natürlich auch, in welche Richtung er fährt. Äußerst komisch, äußerst komisch. Naja, fahren wir mal zum Rest der Flotte, ansonsten wird es hier ein bisschen langweilig. Und die haben natürlich schon 4 Schiffe von uns versenkt. Und der Zerstörer müsste hier sein, ja. Gehen wir mal auf das Zerstörer. Ja, komm, zeig dich. Oh, und da eine Sturkopf gekriegt. Sturkopf fehlt mir auch noch in meiner Sammlung an Orden. Die Salve war jetzt Mist. Komm schon. Jawohl. Der hat gesessen. Jetzt fährt er zickzack, wie es aussieht. So, haben wir noch irgendwas anderes, auf das wir schießen können. Der steht da hinten. Schießen wir erstmal auf den. Und laden AP. Also an der Kuma, auf einer Kuma habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht geschossen mit HE. Habe ich keine Ahnung. Natürlich habe ich es auch gerade nicht gesehen, wie viel Schaden das jetzt an der gemacht hat und ob es sich lohnt überhaupt da eh darauf zu schießen. Aber genau deswegen, weil man halt so viele Zitadellentreffer machen kann, schieße ich eigentlich hauptsächlich AP.
Und wir haben jetzt die Zitadelle weg. Und wenn die uns jetzt den Kill nicht stehlen, sollte es unser sein. Ja. Und da ist jetzt der Störer wieder. Mal gucken, ob wir den auch noch kriegen. Natürlich treffen wir ihn nicht auf so eine kurze Distanz. Da haben wir einen Torpedolauncher von ihm ausgenockt und der ist kaputt. Der ist in die Luft geflogen. Und ich weiß echt nicht, warum ich diese kleinen Lags habe teilweise, aber das muss am Spiel liegen. Das habe ich nämlich auch, wenn ich nicht aufnehme, also am Aufnahmeprogramm liegt es auf gar keinen Fall. Aber es ist jetzt nicht so störend. Es war ein bisschen unschön, aber es geht. So. Dann laden wir mal wieder auf panzerbrechend um. Aber das Gefecht hier ist auch ein Lose. Da hinten haben wir die Nürnberg, den einzigen Sechser, der hier rumfährt. Verdammt. Haben die gerade die Fugutaka auseinandergenommen? Ist ja unerhört. Die will ich aber noch. Ich krieg die nicht richtig, ich muss auf den Rumpf schießen. Ja, genau so. Ah, verdammt. Okay, ich versuch's mal mit der nächsten Salve, wenn ich die noch rauskriege. Mit HE. Aber die kriege ich nicht mehr raus. Verdammt. Ja, jetzt lebt nur noch unser Flugzeugträger. Die Burge und ich denke, das brauchen wir uns eigentlich nicht mehr angucken und hier versinkt unser schönes Schiff. Ja, waren los. 54 Treffer, zweimal Zitadelle, ein versenkt, einen in Brand gesteckt und einen kritischen. Das war die Königsberg. Mal gucken, wie viel EP wir kriegen und wie es in der Teamwertung aussieht. Ich denke mal, wir werden logischerweise relativ weit unten sein. Nee, wir sind zweitbest aus unserem Team, also würde ich sagen, gut gespielt. Ja gut. Also war doch ein gutes Gefecht. Ich hätte gedacht, wir wären im Teamvergleich auf jeden Fall ein bisschen schlechter gewesen, weil ich doch finde, dass wir relativ kacke gespielt haben. Aber, ja gut. Ich habe es mir nicht ausgesucht, ne? Nächstes Mal geht es dann weiter mit der Tsuyo. Mal einen Flugzeugträger, denke ich. Und ja, ich wünsche euch noch allen ein schönes, schauriges Halloween und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play World of Warships wieder. Haut raus! Herzlich willkommen auf diesem wunderschönen grünen Endscreen hier. Auf der rechten Seite findet ihr alle Videos derselben Art in einer Playlist zusammengefasst. Auf der linken Seite findet ihr das am letzten hochgeladene Video. Unten drunter beziehungsweise in der Mitte findet ihr oder kommt ihr zu meinem Kanal. Dort könnt ihr euch alle Videos in der Gesamtheit angucken. Darunter unter diesem Button findet ihr den Abonnieren-Button. Das heißt, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann könnt ihr hier natürlich gerne gleich draufklicken. Und unter dem Abonnieren-Button findet ihr meinen Twitter-Account. Hier bekommt ihr alle News, auch wenn mal ein Video nicht kommt. Einfach mal auf Twitter vorbei schauen. Da schreibe ich dann in den meisten Gründen vorher rein, dass kein Video kommen wird und warum, beziehungsweise warum es sich hier etwas verspätet oder so. Also bis dahin, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wählt hier eine Option aus, wie auch immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten
Video wieder. Haut raus!